das allerbeste Spiel für unterwegs ist Game Dev Story. Weil man da Spiele baut und man hat sein ganzes Entwicklerteam. Und das sind die kleinen Vasallen und die Minions, die für einen arbeiten und die Spiele machen. Dann verkauft man die und dann macht man PR und dann verkauft man noch mehr und dann ist man reich. Und dann kauft man davon eine neue Konsole und dann dafür wieder neue Spiele. Ein fantastisches Spiel, hört nie auf. Kann man 5 Minuten spielen, kann man auch 5 Tage am Stück spielen. Oh, da gibt es natürlich mittlerweile unfassbar viele Spiele, aber es kann eigentlich nur eine Reihe geben, auf die das perfekt zutrifft. Und das ist natürlich Advance Wars. Advance Wars ist simpel, es ist von der Grafik einfach, funktioniert auf jedem Handheld. Es hat keine große Story, aus der man rauskommen kann. Du kannst immer wieder einsteigen, du kannst jederzeit pausieren, du verpasst nichts und kannst dich immer wieder darauf einlassen. Das funktioniert, ob du 3 Minuten mit der Bahn fährst oder 300 Stunden in den Urlaub. Man kann es kurz, man kann es lang spielen, Hop-in, Hop-out, perfektes Spiel. Und alles andere als irgendwie ein Gimmick für zwischendurch. Richtig geil. So. Das beste Spiel für unterwegs ist natürlich Pokémon Go, weil es halt wirklich für unterwegs ist. Also man spielt es, während man irgendwo langläuft oder während man einfach irgendwo auf Wanderschaft ist, während man Straßenbahn fährt, während man irgendwie joggt oder sonst was. Und es ist auch so geil, weil es einfach so viele Leute verbindet irgendwie. Man läuft draußen lang, gerade im ersten Jahr, jeder hat es gespielt, egal ob alt, ob jung, manche mit 5 Handys gleichzeitig, Zocker, Nicht-Zocker, scheißegal. Man hat irgendwie WhatsApp-Gruppen gegründet, man hat sich zusammengeschlossen für Raids und ja, das Spiel wird eigentlich immer krasser. Wenn ich unterwegs bin, dann sind das meistens so ganz kleine Zeithäppchen, in denen ich spielen kann. Und da habe ich dann meistens meine Switch dabei und brauche was, wo man schnell wieder reinkommt, was nicht irgendwie eine komplexe Steuerung hat oder so. Und das, was ich dann in letzter Zeit dabei hatte, war Celeste. Das macht super viel Spaß, da hat man schnell irgendwie einen Erfolg, da kann man schnell noch 1, 2 Erdbeeren einsammeln oder so. Und es gibt, glaube ich, einfach nur die Renntaste, die Hüpftaste und den Dash. Mehr brauchst du nicht, das bist du sofort wieder drin. Celeste ist super. Bestes Handheld-Spiel. Früher waren ja Handheld-Spiele immer irgendwelchen Einschränkungen unterworfen, aber seitdem es die Switch gibt, nicht mehr. Das sind ja jetzt vollwertige Spiele und deswegen nehme ich Zelda Breath of the Wild. Einerseits, weil es mal seit langem wieder ein Zelda-Spiel war, was mir sehr gut gefallen hat, weil ich mochte die Serie lange Zeit nicht mehr so. Und auch, weil es generell ein gutes Spiel war, weil es hatte eine riesengroße Welt gehabt, die ich wirklich grenzenlos erforschen konnte. Ich konnte hier überall hochklettern. Es hat eine schöne Geschichte gehabt, viele unterschiedliche Regionen, tolle Sachen zum Finden. Und diese 120 Rätseltempel haben mir gut gefallen. Top-Spiel. Für mich nach wie vor eins meiner Lieblingsspiele auf der Handheld war damals oder ist immer noch Pokémon auf dem Nintendo DS Lite. Ganz einfach deshalb, weil man Pokémon allgemein, ich glaube, ist so ziemlich egal welcher Teil, man konnte den DS einfach zuklappen, in die Tasche stecken, gerade wenn man in der Bahn unterwegs ist oder sowas, einfach aussteigen, wieder reingehen, wieder aufklappen und direkt weiterspielen, ohne irgendwie Sorge zu haben, dass es jetzt irgendwie nicht zu groß von irgendwas ablenkt. Das beste Handheld-Spiel ist ein Klassiker, und zwar Tetris. Tetris kann man immer und überall spielen, das kann jeder spielen und sowieso und überhaupt. Vor allen Dingen ist es auch ein gutes Spiel, weil man sich nicht irgendwie jedes Mal reindenken muss. Das kannst du anmachen, du bist direkt drin innerhalb von ein paar Sekunden. Außerdem ist es jetzt auch nicht so beschäftigend, dass du irgendwie, wenn du jetzt in der Bahn fährst, dann deine Ausfahrt verpassen würdest oder sonst was, also deinen Ausstieg. Tetris ist der Klassiker schlechthin und nach wie vor das beste Spiel für Handhelds. Ich bin eigentlich gar nicht so der Handheld-Spieler. Also ich hatte eine PSP, die hat mich aber enttäuscht und danach hatte ich einfach keinen Bock mehr. Und davor hatte ich einen Gameboy, da habe ich ganz viel Pokémon drauf gespielt, immer auf Autofahrten mit meinem Vater. Das war richtig geil. Aber ich habe mir letztens mal die Arbeits-Switch ausgeliehen und da dann Donkey Kong, hier das Tropical Freeze, gespielt. Das war richtig geil, weil das sind immer kurze, abgeschlossene Level, die man mal so zwischendurch spielen kann. Da braucht man nicht so mega viel Zeit für. Man muss nur ein bisschen aufpassen, dass man nicht zu sauer wird und in der Bahn rumbrüllt. Eventuell ist es mir passiert, eventuell nicht. Das ist eine schwierige Frage. Es gibt durchaus einige, die dafür in Frage kommen. Ich habe mich jetzt allerdings für Persona 4 Golden entschieden, obwohl das gar nicht so ein klassisches Handheld-Spiel ist. Es ist halt relativ umfangreich. Man kann es nicht so gut in kurzen Zügen spielen, eigentlich. Aber es ist ein JRPG, man kann die Kämpfe schön auslagern, man kann unterwegs ein bisschen leveln, man kann zwischendurch Social-Aktivitäten machen und das ist der Persona-Teil, mit dem ich mich in die Serie verliebt habe. Persona 4 Golden, bestes Spiel für Handhelds. Und vielleicht auch generell, man weiß es nicht. Das überlasse ich euch. Das beste Spiel für einen Handheld oder Mobile ist natürlich Snake. Denn ein anderes Mobile-Spiel habe ich nie gespielt. Und das habe ich auch nur so 10 Minuten gespielt. Aber es war ganz witzig. Da ist man so eine Schlange und läuft im Kreis und frisst Gemüse und Kirschen und sowas. Ja, war dann aber auch irgendwie ein bisschen langweilig, noch nicht weiter Zeitung gelesen. Also ich kenne nichts anderes, war aber ganz nett. Kennt ihr alle. Snake, yeah. Also ich zocke unterwegs unfassbar gerne Super Smash Bros. Ultimate auf der Switch. Klar, auf der Glotze macht es ein bisschen mehr Bock. Aber durch die vielen verschiedenen Modi und Charaktere ist es einfach super abwechslungsreich.
weshalb mal eben einsteigen halt super funktioniert. Und wenn ich gerade keinen Bock auf ein Match habe, dann ziehe ich mir die Audiothek rein und schwelge ein bisschen in Nostalgie. Damit habe ich auch schon ein paar Bahnfahrten gefüllt. Also richtig, funktioniert einfach perfekt auf der Switch. Das beste Spiel für unterwegs ist Diablo 3 auf der Switch. Ich weiß, dass viele von euch jetzt sagen, Moment, Diablo 3, aber das muss man doch am PC spielen. Nein, muss man nicht, man muss auf der Switch spielen. Es war schon gut auf der PlayStation und auf der Xbox, super Konsolenumsetzung, aber auf der Switch ist es nochmal, also es ist eh sensationell gut geworden, das Spiel. Am Anfang war es ja nicht so gut, mittlerweile wurde es dann gut gepatcht, ist auch egal. Aber auf der Switch ein Diablo, du kannst überall, kannst du kurz mal irgendwo in Dungeon rein, kurz mal was killen und dann kriegst du Loot und Leveln und Loot und Leveln. Hey, wenn euch das Video gefallen hat, dann abonniert doch unseren Kanal oder liked irgendwas von uns oder postet was in die Comments. Das wäre cool. Oder ihr guckt euch diese beiden Videos an. Die sind bestimmt funny as hell. Euer Pikachu. Pika Pika.